Willkommen, meine lieben Detektivenfreunde, zu eurem lang erwarteten nächsten Teil von Ein Fall für dich und das Tiger-Team. Alarm in der Kaugummifabrik. Ihr habt ja so darum gebettelt und deswegen haben wir nochmal das Geld investiert und das Spiel nochmal gekauft. Das erste Mal war ja leider voll daneben gegangen. Wir haben das Spiel bekommen. Ja. Allerdings das Falsche. Was sollen wir zuerst untersuchen? Ruhe, bitte Halsmaul. Ich versuche gerade was zu erklären. Und das war die Geisterfahrt der Schwarzen Bärte. Die wollten wir jetzt allerdings nicht nochmal spielen, denn das haben wir zu Ende gespielt. Ja. Also mussten wir jetzt nochmal bestellen und nochmal warten. Und jetzt ist es endlich da. Und da ich erst heute wieder einen Kommentar bekommen habe, dass ich bitte, bitte weiter, dass wir bitte, bitte weitermachen sollen, bitteschön, da ist es. Ja, extra für euch. Jetzt müssen wir nochmal die kleine Auswertung machen. Die kennt ihr ja schon vom letzten Teil, aber danach geht's hoffentlich weiter. Zum Beispiel dehnen oder stauben oder sogar umdrehen. Ach, bitte, hier, probier's mal aus. Ja. Vielleicht findest du raus, was das für ein seltsames Geräusch ist. Deine Mutter. Genau, jetzt drehen wir es einmal. Wir wissen ja zum Glück, was wir machen. Oh, das ist... Nee, das brauchst du gar nicht. Du musst nur kleiner machen. Achso. Moment. Da, genau. Noch ein bisschen. Nicht kommt. Mach noch zwei, nicht kommt. Zwei, es drei ist gar mal. Kein Tier. Es ist eine reicht schon, oder was? Nee. Nicht kommt. Nicht kommt was? Aber hat die beim letzten Mal nicht was anderes gesagt? Also ich kann mich erinnern, dass sie bei der anderen CD was anderes gesagt hat. Schon, ja. Wir hatten eine Fake-CD, deswegen geht es nicht. Ja? Hä? Mehr passiert da nicht. Okay, beim letzten Mal war es doch ein anderer Satz. Ein paar der Bilder sind richtig brauchbar. Ja. Lass uns doch mal im Internet nachsehen, ob die Firma Huberta Bubble eine Homepage hat. Ja, lass uns. Sind da ja auch Bilder drin. Nimm doch den PC auf dem Schreibtisch. Der hat Internetanschluss. Ja, es ist auch so ziemlich der einzige PC, den wir haben. Oh Gott. Gut beobachtet. Mensch. Mensch. Ja. Ja. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Es war Huberta Bubble. Das kann eigentlich nur gleich geht's heißen, weiter, Leute. Dass Frau Bubble in ihrer eigenen Fabrik gefangen gehalten wird. Oh mein Gott. Wir fiebern dem Ladebildschirm entgegen, denn wenn es dann hoffentlich weitergeht. Was sollen wir uns als nächstes ansehen? Ich würde mir gern das Papier ansehen, aber der dumme Fatzke hat seine Hand drauf. Wir wollen das Papier bügeln. Am liebsten würden wir euer das Gesicht kann das nur bügeln, bedeuten. Aber... Zitronensaft. Oh ja. Wunder. Jetzt sehe ich etwas. It's magic. Mensch, deshalb hat sie auch Zitronensaft auf den Zettel geschrieben. Das ist wie unsichtbare Tinte. Mit Wärme kann man sie sichtbar machen. Da steht Hilfe. Nice. Sie hat mich im Geheimkeller gefangen. Ja, wir blöden noch ein bisschen rum, weil wir kennen das ja. Deswegen. Jemand entführt worden gleich geht's zu sein. Ernst weiter, Leute. Darf ich jetzt? Ja. Na? Für eine Nacht haben wir schon eine ganze Menge... Drückt die Daumen, Leute. Es ist schon spät. Lass uns morgen früh weitermachen. Wir treffen uns um 10 vor der Fabrik. Ja, bitte. Treffen wir uns auch wirklich? Bitte, lade. Mach keine Scheiße, wirklich. Es sieht gut aus. Yes! Jawohl! Guten Morgen, Tiger. Ausgeschlafen? Dann lass uns mal die Gegend um die Litfaßsäule herum untersuchen. Ist das schön. Hey, das wird heute wieder ein aufregender Tag. Ja. Ihr habt eine sehr ungesunde Haltung. Also du musst echt an deinem Hohlkreuz arbeiten, Schau mein Lieber. Schau dir mal die Füße an, Alter. Das, diese Quadratlatschen, Alter. Das ist auch nicht... Das passiert, wenn man ein Hohlkreuz macht. Kinder kriegt man solche Quadratlatschen. Bitte nehmt euch kein Beispiel daran. So, wir sollen die Gegend um den Litfaßsäule. Um die Litfaßsäule durchsuchen oder absuchen. Mal schauen, was wir da so finden. Die Kreuzspinne war auch gerade geil. Die beiden Frauen sind auf der anderen Seite rausgegangen. Ja. Ja, können wir wahrscheinlich drum rumgehen. Oh, eine Spitzhacke. Ist die relevant für uns? Bäh, Menschen sind doch die größten Schweine. Ja, du bist übrigens auch einer. Nur musst du by the way hier. So, da ist der Eingang. Und jetzt müssen wir da irgendwie reinkommen. Tja, aber wie geht das Ding auf? Probier's doch mal, indem du ein bisschen rumfingerst. Ich hab keine Ahnung. Ne? So würde ich's machen. Ah, okay. Im Ernst? Ist ja geil. Ist das eng.
Zu viert passen wir hier niemals rein. Ja. Ich gehe lieber zum Hochstand und beobachte das Gelände. Zwei passen auf jeden Fall rein. Wenn schicke ich euch eine SMS. Komm, es ist sicher ein bisschen gemütlich da drauf. Wir schauen uns in der Litfaßsäule um. Oh ja, komm. Ich glaube wirklich, das ist sehr unbequem da drin. Gehen wir. Nee, das ist Luke, oder? Passt doch nicht das mal ein ordentlicher Stuhl und Tisch rein. Na komm, dann gehen wir zwei rein. Seltsam. Gott, hier ist nichts. Wie einladend. Sie ist nur leer. Sie ist das nur leer. Kann nicht sein. Irgendetwas haben die beiden Frauen gestern Nacht hier drin gemacht. Ja, da seht ihr das nicht. Genau gehört. Würde ich auch sagen, da ist doch was. Was ist das denn? Oh Gott. Oh wei. Was? Ja, soll man das irgendwo reinsetzen oder was? Wisst ihr, das ist schon wieder so ein Punkt. Musst du es da in diese, ich hab diese keine Ahnung. Dinger da unten rein? Das ist schon wieder so ein Punkt. Es wird einem halt nichts erklärt. Muss das passen? Muss das genau... Oh, das muss bestimmt genau passen, oder? Okay, Moment. Ja, jetzt bräuchte ich noch ein kleines, ne? Komm, ein bisschen rumfuseln. Hey, Nasenbär! Was? Probier doch mal die Leiste da oben aus. Setz mal einen Baustein ein. Nach oben, was? Oder was? Nach oben? Warum denn oben? Vielleicht kann man hier die Bausteine auch bearbeiten. Wie bearbeiten? Zeit... Zeit was? Ach, müssen wir jetzt hier den Satz wiederherstellen oder was? Moment. Ach, den kann man ziehen. Zeit. Oh mein Gott. Ja? Möchtest Lass du? Lass mich ran, wir müssen den genauen Satz nachstellen, den wir. Zeit. Ja. Wir brauchen, müssen wir alle Zeit. Teile richtig ordnen, oder? Ich kann nichts aber mehr. Die passen doch oben gar nicht alle rein. Gehen wir jetzt. Bitte. Zeit. Könnt ihr mir bitte sagen, was ich machen soll? Ich habe nämlich keine Ahnung gerade. Auf diesem Magnetfeld kleben einzelne Bausteine ziehen. Da muss ich den anderen drehen. Den du auch nicht. Da muss ich. Setz einen Buchstaben durch die Gewinne. Keinen Satz. Ertönst du nicht an. Da muss ich den anderen nicht. Oh Gott! Und wir müssen tatsächlich mit beiden was Leisten arbeiten. Was ist das denn? Ich schnauze. Zeit. Das ist zu... Zu lang, ne? Zu gezogen irgendwie. Zeit. Noch kürzer, oder? Würde ich sagen. Zeit. 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 Sind wir im Stimmbruch, ha? Oh, bitte geh rein und... Nehmen. Ach du Scheiße. Wir meinen. Nehmen. Es sieht so aus, als ob man die Bausteine in eine bestimmte Reihenfolge ja, ordnen muss. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Dafür brauchen wir Nehmen. Den. Nehmen. Das ist schon ein bisschen lustig. Nehmen. Was? Was nochmal bitte? Was? Hineif. Was? Keine Ahnung. Nicht hier. Vielleicht muss es ein Sprichwort werden. Ach was. Nicht hier. Alter, was sagt denn die da? Nicht hier. Noch kürzer oder was? Nicht hier. Keine Ahnung. Mach mal noch kürzer. Nicht hier. Weil das versteht man irgendwie noch nicht so. Ich verstehe. Ja, du musst halt davon. Den Baustein wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bearbeiten. Oh mein Gott. Das klang wie ein Sim. Hirbü-Sav. Ganz ehrlich, ich hab das so auseinandergefrimmelt. Wie soll ich denn daraus jemals vernünftige Sätze hören? Zoom. Aha. Zoom. Zoom. Okay, das naja, wir müssen auf jeden Fall den Baustein erstmal so ziehen, dass man überhaupt verstehen kann, was die sagen. Aus, mach. Aus, mach. Aus, mach. Ich weiß nicht, wie daraus ja, Sätze werden sollen. Ja, du solltest es halt, mach mal kürzer, das Ding. Was soll ich denn das immer kürzer machen? Es wird doch dann nur heller. Aus, mach.
Naja, wir müssen ja schauen, deswegen verstehen wir es auch nicht mehr. Dass es vernünftig klingt, weißt du, weil wenn wir jetzt diesen ganzen Rotz hier versuchen zusammenzusetzen, wir verstehen ja nichts und dann wird ich verstehe auch sonst nichts, weil das kein Oh Gott, das ist T-Rex. So klinge ich immer, wenn ich Hunger habe. Was, du klingst sowas? Wenn ich Hunger habe. Ich weiß nicht, wie ich daraus Sätze bilden soll, ehrlich gesagt. So klingt mein Magen zur Mittagspause immer. Bitteschön. Warte mal, ich probiere das jetzt mal. Ich zeige euch jetzt, wie das geht, Leute. Zeit. Ich probiere jetzt mal kurz hier rum. Ja. Nee. Wie ist deine Maul? Zeit. Zeit. Oh, nee, okay, jetzt kann ich nicht. Tut mir leid, komme ich so hoch, ich habe noch Eier. So geil. Oh Gott. Ich hau mich weg. Oh Gott. Was, wie wann? Ja, hallo. Was sagt denn? Das ist doch eine Fremdsprache, das ist doch kein Deutsch. Herbü Saf? Ich verstehe Herbü Saf. Was? Zum. Ja, okay. Zum. Was für eine Comedy-Sendung hier, Wahnsinn. Zum. Was ist denn? Was sagt denn die? Das wird ja immer schlimmer. Oh Gott. Oh Gott. Ich versuche halt irgendwie das so hinzukriegen, dass ich verstehe, was sie sagt. Alter, ich verstehe viel, aber kein deutsches Wort. Versteht ihr da irgendwas? Ja, du machst ja jetzt schon ein bisschen Spaß daraus, ne? Scheiße, Mann. Ich verstehe halt auch nichts. Ich weiß nicht, was das sein soll. Nöcher. Also das erste ist Zeit. Nöcher. Was? Nöcher, was? Das ist Zeit. Das haben wir verstanden. Nehmen. Zeit nehmen. Zeit nehmen. Nehmen. Machen wir jetzt mal Zeit nehmen. So. Ja. Keine Ahnung. Das ist das Einzige, was wir bisher verstehen. So ungefähr klang heute einer, als er mich nach Messer auf Englisch gefragt hat. Das ist zu hoch. Ich verstehe nicht, was. Das ist so blöd auseinandergeschnitten, wirklich. Was ausnocken? Ausmach was? Leck mich am Arsch, das ist ja Kacke. Also wir sehen uns dann in einer halben Stunde wieder. Ich würde halt das vielleicht unten gerne mal abspielen, damit ich so ein bisschen, aber... Nee. Ach komm, ey. Warte. Ja. Ja, es ist halt dann nur Zeit nehmen. Mehr kannst du musst erst das andere wegnehmen. Ach so, ja. Warte mal. Machen wir mal die weg hier. So. Jetzt machen wir mal das. Zeit nehmen, oder? Mhm. Zeit nehmen. Ja, aber ey, ich verstehe bei den anderen nix. Nee. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Satz hieß, was sie damals gesagt hat. Können wir das nochmal abspielen? Nee, ne? Oh, fuck, ey.
Das ist ja echt böse. Was ist das denn? Nein! 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 Nicht mehr rausgehen! Pfui! Da. Scheiß die Wand an. Warum denn? Das war Zeit. Kannst du das bitte klein machen? Ja, hallo? Nee. Nee, das war nicht Zeit. Ja, hallo? Ja, hallo? Ach, scheiß doch. Echt, wirklich. Das ist ja kacke jetzt. Zeit? Zeit? Ich glaube, da musst du noch ein bisschen rumbasteln. Kannst du mal bitte deine verdammte Glugscheißerfresse halten? Okay, warte mal, da war ja das andere. Boah, das ist echt schwierig, ne? Ich weiß halt auch nicht mehr, was die im Original gesagt haben. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt. Boah. Was sollen wir denn den letzten Dinger zusammenbasteln dann? Zeit nehmen. Nehmen. Ja, Zeit nehmen. Okay. Dann nimm dir die Zeit, aber bitte löse es doch. Zum. Zeit nehmen zum. Zum. Zum Reden, oder was? Zum. Zum. Zum Reden. Zum. Reden wird es, glaube ich, oder? Kann es sein? Zum. Machst du das jetzt mal so? Zum Reden, oder? Ja, hallo. Ja, hallo. Nee, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Nicht hier. Nicht hier. Das passt irgendwie auch nicht. Stchen Eif. Stchen Eif. Warte mal. Okay, ich dachte, ich kann es dann vielleicht besser verstehen, aber verdammt. Ja, irgendwie passt es jetzt aber nicht mehr mit dem. Das dauert ja ewig hier. Aus. Was? Aus, was? Aus. Mach. Ausmacht. Neck mich, wirklich. Das ist böse. Das ist verhext, dieses Scheißspiel. Was heißt denn das, Alter? Herbysav. Ja, das ist kroatisch, glaube ich. Keine Ahnung, Alter. Wenn ihr diese... Du machst es nur immer noch schlimmer. Herbysav. Hier so in dem Bereich muss es bleiben. Herbysav. Mann, warum schneiden die das denn so behindert auseinander und warum kann ich das unten nicht abspielen? Das ist doch so behindert. Wirklich. Ja. Ich muss doch das zwischendurch mal wieder hören. Wie dumm seid ihr denn? Ja. Das ist zu dunkel. Scheiß Programmierer. Ja. Was war denn das jetzt? Ja. Ja. Du weißt, dass das nicht stimmt. Trotzdem machst du es dann immer noch. Nein. Ich versuche nur, was zu verstehen. Du wirst nichts verstehen, weil es kein deutsches Wort ist. Ich weiß halt, ich weiß nicht, wie ich das weiter zusammensetzen soll, ehrlich gesagt. Nicht hier. Nicht hier. Nein, das muss kürzer werden dann. Nicht hier. Dick noch, oder? Nicht hier. Das passt ja hier auch nicht hin. Ey, keine Ahnung. Das ist halt auch doof. Warum kann man das denn nicht unten abhören, Mann? Darf ich mal? Ja, natürlich. Das ist doch so behindert. Daran sieht man, dass es nicht passt. Weil es muss alles drunter. Ja, aber... Dazu müsste man halt auch ein bisschen verstehen bei den anderen Sachen, was die da sagen will. Ich verstehe da kein deutsches Wort bei drei oder vier Sachen bei Leisten. Das ist ja, ich weiß nicht, versteht ihr? Warte mal.
Es scheint, dieser Pfahl kannst du den Baustein umdrehen. Ach nee, oder? Ist das euer Scheißernst? Halt die Fresse! Ich kann... Ach komm. Kommt. Fick dich, wirklich? Darum haben wir nichts verstanden. Ach, kommt zur. Kommt zur. Ein bisschen kürzer. Ey, das ist doch wirklich typisch wieder, oder? Kommt zur. Nein, wir spielen die ganze Zeit rum. Zur. Und wir können das Ding drehen, Alter. Mein Gott, wir haben es wieder nicht gerafft. Nehmen, ja. Das ist normal. Nehmen. Okay. Nehmen. Gut, das passt schon mal, aber es passt noch nicht im Ding. Nehmen. In der Reihenfolge. Komm zur... Das muss garantiert gedreht werden, ne? Was übrig. Was übrig, okay. Was übrig. Okay, das passt auch noch nicht vom Ding her. Was übrig. Ja, was übrig. Nicht hier. Rechten. Rechten, okay, okay. Rechten. Jetzt verstehe ich sogar deutsche Wörter. Ist das nicht genial, Leute? Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn. Wir haben eine Fremdsprache gelernt in kurzer Zeit. Habe ich das nicht umgedreht gerade? Alter, was ist denn das für ein Gebrüll, Alter, für ein Knurren? Was ist denn das für ein Wort? Das kann doch kein normales Wort sein. Bleibt. 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 Entschuldige. Aber ich finde es echt dumm, dass man die Dinger nicht so separat abspielen kann. Wer nicht. Hören will, muss fühlen. Ja. Ja, weiter. Der muss fühlen. Fühlen. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Theoretisch, ja. Der muss. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Zeit. Wer nicht. Ja, ja, es ist der okay. Spruch. Wer nicht hören will, muss fühlen. Alles klar. Wir wieder im Chor. Wer nicht. Bisschen hören will. Wer nicht. Das passt, würde ich sagen. Ja. Man kann es ja verstehen. Was übrig. Nein. Nehmen. Nein. Bleibt. Nein. Nein. Also die zwei schon mal nicht. Das letzte ist es wieder da. Was übrig. Schnauze. Rechten. Das ist echt das letzte. Ach, komm wieder, schon oder? Jetzt, nerv mir nicht. Der muss. Mann. Ja. Kommt zur. Das gibt's doch nicht. Zeit. Hä? Bleibt. Hä? Das passt. Was übrig? Wer nicht hören will. Nehmen. Rechten. Moment, es war doch vorhin eindeutig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Es war das Fühlen dabei. Es war, wer nicht hören will, dabei. Ich verstehe es gerade auch nicht, warum wir das jetzt nicht zusammenkriegen. Hä? Kann man da auch zwei wer hintereinander reintun? Wie bitte? Kann man da oben in die Leiste auch zwei hintereinander reintun? Nein. Wer nicht? Okay, wenn es nicht, wer nicht hören will, muss fühlen, dann... Zeit bleibt recht. Oh Gott, ich habe gerade keine Sprichwörter im Kopf, ehrlich. Kommt zur. Mit was könntest du denn noch anfangen? Kommt zur. Zeit. Zeit.
nehmen. Zeit nehmen. Irgendwas war doch mit Zeit damals Rechten? Im Teil. Zeit nehmen. Der muss. Zeit nehmen. Der muss. Moment. Das war jetzt, wer nicht hören will, ne? Wer nicht. Genau. So, ist mir scheißegal, ich will nur dieses... Ja, probier einfach. Bleibt. Kommt zur... Was übrig? Nehmen. Was übrig bleibt? Oder Zeit ist, was übrig bleibt? Ich weiß es nicht. Rechten. Okay. Zeit. Mann, ich habe nicht so viel Sprichwörter im Kopf, Leute. Ich kenne auch so 100 Jahre alte Sprichwörter, kenne ich halt jetzt auch nicht. Ich krieg's aber auch irgendwie gerade nicht zusammen. Aber gut, ist auch schon. Wir sind jetzt natürlich auch nicht mehr so hoch konzentriert jetzt am Abend. Staust den Baustein, ja. Die Hand zum Fall. Was ist denn dieser blöde Satz? Es muss alles reinpassen, ne? Offenbar. Es muss alles rein. Aber wie fängt's denn an, Mann? Was ist das denn? Oh. Das ist ja echt zu blöd, um verzweifeln wieder anzukündigen. Na, jetzt müssen wir wieder neu anfangen. Mann, ich hab keine Lust mehr jetzt. Was ich bin ist, müde, warum ey. Warum fängt das jetzt wieder neu an? Wie viel haben wir schon? Das ist mir scheißegal, wir sind eh schon drüber. Nein, aber mir nicht. Ich muss irgendwann ins Bett. Wer ich muss morgen wieder früh raus. Ja, und ich auch. Wer nicht? Es ist ja toll, dass du bei deiner Arbeit nicht konzentriert sein musst, aber ich muss es. Wer nicht? Ja, wer nicht? Ja gut, ihr merkt, Melli hat keinen Bock mehr. Was soll ich machen? Alleine weiterspielen darf ich nicht. Ja, mach doch. Ist mir doch egal. Das heißt, dann müssen wir jetzt hier aufhören, weil sonst dreht sie wieder komplett am Rad. Ihr merkt ja, dass sie schon wieder leicht gereizt ist. Ja, es tut mir jetzt leid, dass das jetzt wieder so typisch hängt. Ne? Ihr kennt es ja nicht anders von uns. Je einfacher, desto länger hängt man an der Scheißsache. Ja, aber total, wenigstens habt ihr eine neue Folge. Ihr wisst, dass es weitergeht gerade. Und ich, ehrlich gesagt, ich bin jetzt einfach echt grantig. Weil ich verstehe nicht, da kommt dann irgendwie so komische Sätze raus, keiner Satz passt zum anderen, es wird nichts erklärt, es wird nichts gesagt, man kann sich es unten auch nicht mal anhören, dass man denkt, okay, es ergibt einen vernünftigen Satz. Ja, das nervt mich auch, dass ich es immer wieder aus der Leiste unten rausnehme. Und wenn man mal die Hilfe nachschaut, weil man sich denkt, okay, vielleicht steht da noch was, fängt der ganze Scheiß wieder von vorne an, lass wieder alles machen. Ich weiß nicht, entweder ist es ein dämlicher Satz oder wir sind einfach zu müde, weil es jetzt schon am Abend ist und wir beide müde sind vom Tag. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ihr könnt es uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Wenn ihr den Satz gelöst habt oder denkt, was da reinkommt, schreibt uns gerne in die Kommentare, denn wir werden das Video heute, also wir spielen es jetzt und am heutigen Tag wird es noch online kommen und am nächsten Tag können wir dann vielleicht, also quasi morgen, können wir dann vielleicht mit eurer Hilfe das noch schneller lösen. Mal schauen. Ja, aber gerade geht auf jeden Fall nichts mehr. Nee. Dann danken wir euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt Spaß und freut euch, dass es jetzt weitergeht, auch wenn es ein bisschen holprig ist. Zeigt uns, wie sehr ihr auf dieses Video gewartet habt, indem ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Abonniert auch gerne unseren Kanal, um noch mehr solcher spaßigen, tollen Videos in Zukunft zu sehen. Und dann sehen wir uns morgen mit einem neuen Teil wieder und dann hoffentlich mit der Lösung. Bis dahin, tschüss. Bis dann.